Und wie lang ist? Du weißt schon? Du verrücktes Huhn. Naja, meistens schon so lang, aber ab und zu auch kürzer. Hey, freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin neu eingezogen. Ich wollte mal Hallo sagen, so unter Nachbarn. Naja, genau genommen wollte ich auch fragen, ob ich mir vielleicht eine Rolle Klopapier borgen könnte, so mit der ganzen Situation. Gerade kriegt man ja nirgendwo mehr Klopapier und ich müsste langsam echt mal für große Mädchen. Du willst Klopapier kaufen? Ja, eine Rolle, wenn's geht. Ich bin doch keine Klopapierdealerin. Natürlich nicht, obwohl ich schon an verbotene Sachen denke, wenn ich dich so sehe. Wie meinst du das? Setz dich, ich hole dir eine Rolle. Okay. Eine Rolle was? Klopapier! Wir haben noch zwei verf***te Rollen. Wir können ihm noch eine abgeben. Stell dir vor, wir wären in seiner Situation. Sind wir aber nicht verf***t nochmal. Willst du dich in Zukunft mit Blättern abwischen? Das haben früher übrigens alle so gemacht. Ekelhaft. Lass uns mal unter vier Augen reden, Schwesterherz. So, was ist denn schon wieder? Ach, ihr seid Schwestern? La Familia! Wir haben zwei Rollen. Eine für mich und eine für dich. Sei nicht so geizig, der Arme hat es bestimmt so schon schwer. Wieso? Der ist potthässlich. Bist du behindert? Was redest du so laut? Was, wenn er das hört? Hast du was gehört? Was? Nee, ich hab von da dann Hotel gehört und gleich höre ich noch Billie Eilish. Sie findet mich hässlich. Siehst du, er hat nichts gehört. Toll. Übrigens, finde ihn überhaupt nicht hässlich. Im Gegenteil, er könnte mich gleich hier und jetzt flachlegen. Du nimmst doch eh alles, was pulsert. Aber das mal beiseite. Ich weiß, wie wir das regeln. Also Mädels, ich muss sagen, sieht echt fantastisch aus. Habt ihr das nach Feng Shui eingerichtet? Oder nach eurem Geschmack, wie ihr es so haben wolltet? Eben den ganzen Farben? Du kannst mal uns auf Klo gehen. Du kriegst aber keine ganze Rolle ab. Du kannst ja aber auf jeden Fall dein Geschäft erledigen. Wir erwarten aber, dass du alles sauber hinterlässt. Aber benutze nicht so viel von dem Papier. Sonst werden wir zum Tier. Die Toilette ist vorne links. Am Ende des Ganges. Wieso starrst du mich jetzt an? Ich dachte, da kommt noch was. Gott hab euch selig, Mädels, wirklich. Oh. Ich frag mal noch eben den Karamellmann, ob er gut und weg ist. Du bist unmöglich. Ich brauche echt mal wieder einen Kerl. Das riecht nach purer Freiheit. Riechst du da am Klopapier? Nee, ich habe nur geguckt, ob es dreilagig ist, weil von vierlagigen kriege ich immer so wunde Stellen. Aber es ist dreilagig, also alles gut. Okay, freut mich. Sag mal, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber ich finde dich ziemlich heiß. Und bevor du mein Klo benutzt, würde ich noch über eine ganz bestimmte Sache mit dir reden. Das weiß ich zu schätzen. Ich finde dich auch nice und... Oh, da tut sich aber was. Und du willst über diese eine Sache sprechen? Ja, diese eine Sache. Erzähl mir, wie du es machst. Ist das ein Fetisch von dir oder sowas? Frauen ekeln sich doch sonst total davor. So ein Quatsch. Ich schon gar nicht. Im Gegenteil, ich liebe es. Verwirrend, aber hey, ich bin da ganz offen. Also, bei mir dauert es meistens relativ lang. Aber ich habe da diese eine Technik, da lasse ich mein ganzes Becken vibrieren und dann kommt es auch schneller. Keine Eile, Mike Tyson. Und wie lang ist? Du weißt schon? Du verrücktes Huhn. Naja, meistens schon so lang, aber ab und zu auch kürzer. Wegen der Temperatur? Was? Nee, wenn ich wenig esse, dann ist es auch weniger. Hab ich ja noch nie gehört. Und magst du es lieber hart oder soft? Naja, am liebsten so eine Mischung. Ne? Wenn es hart ist, dann kann es mal wehtun. Und wenn es zu soft ist, dann hat man überall die Spritzer. Welcher Spritzer? Na, vom Durchfall. Es tut mir so leid. Wieso erzählst du ihr sowas? Das war ein Missverständnis. Ich dachte, dass sie über... Geh schon, ich pass auf sie auf. Ich mach auch ganz schnell. Oh, endlich. Ich bin sofort fertig. Das wäre toll. Zwei Stunden sind schon echt heftig. Zwei Stunden war ich auf Klo? Damn! Ich will mich nochmal in aller Form bedanken. Es war mir eine Riesenehre, eure Toilette benutzen zu dürfen. Ich hoffe, du hast alles so unterlassen, wie du es vorgefunden hast. Natürlich. Ich respektiere das WC eines anderen, als wäre es mein eigenes. Das freut mich zu hören. Na dann? Na dann, man sieht sich immer zweimal im Leben, ne? Wir wohnen im selben Haus, also wir sehen uns wahrscheinlich noch deutlich öfter. Ja, das war jetzt nur so dahergesagt. Grüß deine Schwester und mach's gut, ja? Okay, mach's gut. Mach's gut. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Schwester, Herr.
Schatz, ich hoffe, deinem Bauch geht's besser. Ich bin gleich bei dir, ja? Ich geh kurz duschen. Oh, ist das abartig! Nein, im Ernst. Ich glaube, meine Nachbarin ist total in mich verliebt. Aber ist auch kein Wunder. Ich hinterlasse bei Frauen schon beim ersten Treffen einen unglaublich unwiderstehlichen Eindruck. Das war das Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hat sehr viel Spaß. Kann ich immer Joe. Viel Spaß. Tschüss. Hat sehr viel Spaß gemacht, das zu drehen. Ihr seht, dass ich gar nicht mehr sprechen kann. Oh Sprachen lernen, Bubble. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Unbedingt meinen auf Instagram folgen. Berlins Instagram ist unten verlinkt. Öss Instagram ist unten verlinkt. Unbedingt folgen. Sehr coole Girls. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Peace. Oh. Reicht das? Ja. Ich hab mich nicht getippt. Eine Rolle von was? Klopapier. Okay, lass uns mal machen. Ich glaube, es war gut. Aber ich glaube, es war schon gut. Aber du kriegst keine ganze Rolle ab. Du kannst dir aber auf jeden Fall dein Geschenk erledigen. Ich werde das vorne nehmen. Scheiße. Und Action. Schwesterherz, ich hoffe, dein Bauch geht's besser. Ich bin gleich bei dir, ja? Ich gehe nur kurz. Nochmal. Das sind dumme Gedanken. Nein, im Ernst. Ich glaube, meine Nachbarin ist total in mich verliebt. Das ist auch kein Wunder, weil ich hinterlasse schon beim ersten Treffen bei Frauen einen unglaublich unerreichbaren Unglauben. Scheiße. Was war das zweite Wort? Einen unglaublich unwiderstehlichen. Achso. Und Action. Bist du bereit? Für deine magischen Hände, aber sowas von, zeig's mir. Ich hab grad eine Maske drauf. Nein, ich bin nicht Batman. Ich meine so eine Gesichtsmaske zur Pflege. Na, um meine verdammte Haut zu pflegen, mein Gott. Na, hör mir zu, ich erzähl jetzt weiter. Ich gehe also die Straße entlang, gehe da entspannt entlang und sehe auf einmal ein verdammt heißes Mädchen. Auf einmal steht sie vor mir und sagt: Du siehst aus wie der Dicke von Harry Potter. Ich war natürlich erstmal ein bisschen perplex. Ich meine, wo sehe ich denn aus wie Hagrid? Ich meinte dann aber zu ihr: Harry Potter also, ein Fan von Magie. Vielleicht kann ich dir ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Was bestellt ein Maulwurf im Restaurant? Keine Ahnung. Ein Drei-Gänge-Menü. Schlecht, ne? Hier mit dem Maulwurf. Verstehst du? Sie fand mich lustig. Mich findet nie eine lustig. Frauen sehen mich auf der Straße und denken, ach, wieder irgendein Supermodel, wahrscheinlich stinkreich, aber sicher nicht lustig. Und die fand mich lustig. Aber es kommt noch viel besser. Rate, wer gleich hier ist für einen One-Night-Stand. Schöner ist es hier. Für ein Jungzimmer echt nice. Ich bin Mann, kein Junge. Nee, danke. Du siehst übrigens aus wie die Mehrzahl von Fanta und ein Gegenstand, an dem man mit Stühlen sitzt. Also, fantastisch. Und du siehst aus wie der Dicke von Harry Potter. Ja, sagtest du schon. Setz dich doch schon mal. Ich geh nur mal kurz aufs Klo. Und dann können wir auch schon ans Eingemachte gehen. Alles klar. Ich hoffe, du hast noch genug Klopapier, jetzt wo das alle bunkern wegen Corona. 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 Ich rede da ja nicht so gern drüber. Die ganze Panik im Land macht mich schon so ganz hibbelig. Du hast das aber nicht, oder? Nur Spaß. Ich hoffe nicht, nach dem, was da gestern bei mir los war. Was war denn da los bei dir? Naja, fast meine gesamte Familie hat sich angesteckt. Zum Glück alle nur milde Symptome. Aber als sie gestern bei mir waren, haben die pausenlos rumgehustet. Wieso besuchen die dich denn, wenn sie diese Sache haben? Sollten die nicht zu Hause bleiben, zum Schutz der Allgemeinheit?
Ich wohne direkt unter ihnen. Die müssen also nur die Treppe runter. Ich hatte gestern nämlich Namenstag. Na toll, dann herzlichen Glückwunsch nachträglich. Wie war noch gleich dein Name? Rosette. Könnte man erstmal denken, der Name sei für den Arsch, ne? Oh, sorry, meine Nase kitzelt wie Sau. Ich geh schnell ins Bad. Ich würde mich danach auf eine Massage freuen. Die Alte hat sicher den Virus in sich und die sitzt jetzt in meiner Bude und will vernascht werden. Du weißt doch, wie schwach mein Immunsystem ist. Ja, auf der anderen Seite wäre das mein erstes Mal mit einer absolut Fremden, was einfach phänomenal wäre. Ich meine, ich weiß einfach nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Hast du nicht eine Idee? Was? Da bist du ja. Ich habe mir schon mal etwas gemütlicher gemacht, um... Bereit für deine Massage? Was hast du da an den Händen? Das sind Massagehandschuhe. Dann zeig mal, was du drauf hast. Bist du bereit? Für deine magischen Hände, aber sowas von. Zeig's mir. Warte. Soll ja keiner sehen, was du so alles massierst. Willst du die hässlichen Dinger anbehalten oder willst du Liebe machen? Weißt du was? YOLO! Ich meine, was soll schon passieren? Genau, was soll schon passen?